Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Wasteland 2. Ja, wir haben hier ein bisschen Problemchen gerade und hier drüben steht eine Farmer, den wir gerade mal ganz gerne ansprechen wollen. Der Onkel Tom ist das hier. Und den quatsche ich mal ganz einfach mal eben an hier. Ein ausgemergelter Mann in mittleren Jahren, dem Aussehen nach ein Ladenbesitzer, aber mit eiskalten Augen eines Mörders. Bleib weg von mir, Ranger, ich bin ein toter Mann. Wie ist dein Name? Tom. Tom repariert's. Das soll auf meinem Grabstein stehen. Okay. Was ist passiert? Was? Der leere Wagen und eine Leiche waren nicht mehrmals genug. Plünderer waren sie, hatten ein Zeichen des Titans. Wir nicht. Als wir eins holen wollten, tötete sie meine Söhne, nehmen meine Vorräte, nahmen meine Frau. Und nun hole ich sie zurück. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, und das wird es sein. Brauchst du Hilfe? Ihr wollt mir nicht helfen, glaubt mir. Wenn die Plünderer euch nicht töten, werden die Mönche euch dafür hochjagen, dass ihr sie angegriffen habt. Greift jemand mit einem Zeichen des Titans an, selbst einen dreckigen, diebischen Plünderer, und ihr seid auf ihrer Abschussliste. Nun verschwindet. Benötigt Arschkriecher auf Stufe 5, benötigt Arschloch auf Stufe 5. Sind wir leider nicht. Was ist mit dem Zeichen des Titans? Ihr zahlt euren Tribut und erhaltet ein Zeichen des Titans, welches euch sichere Passage von hier nach Damunta garantiert. Niemand darf euch anrühren oder euren Scheißklauen und die verrückten Mönche und ihr Gott Titan werden euch ins Jenseits sprengen. Deshalb müsst ihr euch von mir fernhalten, Ranger. Sobald ich anfange, diese Plünderer zu töten, bin ich Sternschwert Nummer 1 für die Mönche. Ihr könntet ins Kreuzfeuer geraten. Oh, ist ja egal. Was ist mit den Plünderern vorgefallen? Die Wichser schlugen zu, bevor wir die Chance hatten, unseren Tribut zu zahlen und ein Zeichen des Titans zu bekommen. Natürlich hatten sie ein Zeichen und so durften wir uns nicht einmal verteidigen. Nun, mir ist egal. Ich bin sowieso ein toter Mann. Bevor ich sterbe, werde ich Tem zurückholen und so viele von den Bastarden töten, wie ich kann. Was hatte die auf Vorrat? Töpfe, Pfannen, dies und das, Knöpfe, Faden, Faustfeuer, Kugeln, der übliche Schrott. Tam und ich haben unsere Karre seit 10 Jahren durch das Ödland geschoben. Unsere Karre seit 10 Jahren durch das Ödland geschoben, jetzt. Ja, Tem, das einzige Gute, was mir in dem verdammten Leben je passiert ist. Und die Plünderer werden sie mir nicht wegnehmen. Oder sie anrühren, oder. Wer oder was ist Titan? Ich weiß nicht, was Titan ist. Die Mönche nennen es einen Gott und sagen, es könnte uns alle 100 Mal hochjagen. Soweit ich weiß, hat es allerdings noch nie jemand gesehen. Vielleicht blöffen sie nur. Atombombe? Wahrscheinlich. Warum sollst du ein Staatsfeind sein? Die Mönche interessieren es nicht, wem sie ein Zeichen des Titans geben. Sie würden selbst dem Teufel eins geben, solange er dafür Tribut zahlt. Diese Plünderer haben den Tribut gezahlt und so stehen sie unter dem Schutz der Mönche. Jeder, der sich in ihn vergreift, bricht den Frieden des Titans und ist freiwillig für die verrückten Mönche. Mich kümmert es nicht mehr, aber ihr habt noch euer ganzes Leben vor euch, also geht den Weg. Was ist mit Tribut? Für eine sichere Durchreise durch den Canyon muss man Tribut an die Mad-Mönche zahlen und wir hatten ihn. Eine Kiste medizinischer Vorräte, so wie sie es mögen. Nun haben die Plünderer sie, zusammen mit meiner Frau. Man nennt euch Tom und Tam? Oh ja, es klang besser als Danny und Ermeline, unsere richtigen Namen. Tom und Tam repariert's Clan. Das ist ein Name, an den man sich erinnert. Das ist ein gutes Geschäft. Ich will nur nicht wieder nur Tom sein. Was ist mit Gergamönch? Die Mönche drohen mit ihrem Selbstmordbombern und ihrem Gott Titan, um alle so weit einzuscheren, dass niemand Scheiße baut. Das ist der Frieden des Titans. Und er gilt im ganzen Canyon. Was ist mit Gaga-Mönche? Die Atompilzdiener. Sie sind die Psycho-Wichser, denen der Laden gehört. Beten einen Gott namens Titan an und sorgen für Frieden, indem sie die verrücktesten Spinner im Canyon sind. Sprengen sich hoch, sobald jemand etwas anfängt. Seht ihr die ganzen Krater hier? Jeder war mal ein Mönch, der sie hochgejagt hat und dabei ein paar Unruhestifter mitgenommen hat. Ich muss sie finden, selbst wenn ich dabei umkomme. Ja! Hättest du mich mal um Hilfe gefragt, wir hätten dir geholfen, mein Freund und Kupferstecher. So, was haben wir denn hier noch? Schniekes. Hier ist auf jeden Fall ein Fenster oder so, ein Zelt. Kommen wir da rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne wissen. Oh, gut. Wir haben ja die Wahrnehmung aktiviert und deswegen. Aktimel aktiviert, Apfelkräfte. Schattenhafte Gestalt. Aber wenn du mich angreifst, dann wirst du gleich aber Fritzi Fratzi sein. Stranger hier drüben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm vertrauen soll. Ich speichere mal gerade eben.
So, ist vielleicht besser. Das ist auch der totale Hinterhalt hier. Wunderbar, hier entlang. Wir müssen außerhalb der Sichtweite der Mönche bleiben. Aha. Das ist doch sowas von Hinterhalt. Gut, ihr seid da. Ja. Und jetzt fallen wir wahrscheinlich gleich da runter. Ja gut, ja sehr schön. Ich bin froh, euch zu treffen, Ranger. Ich repräsentiere eine Gruppe der sogenannten Sicherheitszone. Man nennt uns die Texas Klapperschlangenmiliz. Ich denke, wir teilen einige Ansichten. Einige Philosophen zumindest. Ihr seid neu hier. Also kennt ihr vielleicht die Umstände nicht, aber ich hoffe, wir können zusammenarbeiten. Oh. Die Sicherheitszone scheint mir nicht sonderlich sicher. Seht ihr? Ich wusste, wir teilen die gleichen Ansichten. Ein echtes Treffen der Gemüter. Die Texas Klapperschlangenmiliz denken genauso über den Canyon. Unter unserer Kontrolle wäre er ordentlich und sauber. So wie ihr Ranger es mit dem westlichen AZ haltet. Wir müssen vielleicht einen kleinen Zoll für grundsätzliche Ausgaben von Reisenden verlangen, aber der Canyon wäre für jeden zugänglich und frei von Plünderern, Gesocks und religiösen Spinnern. Das einzige Problem ist Titan. Wer ist die Klapperschlangenmiliz? Wir sind Männer des Gesetzes, genau wie ihr. Wir wollen den Frieden schützen, Ordnung bewahren, die Arschlöcher bestrafen, die versuchen, Schwache und Schutzlose auszunutzen, Plünderer, Sklavenhändler, die irren Mönche, Bösenwichte. Wie ist die Lage? Der Status quo der letzten Jahre ist folgender gewesen. Die verrückten Mönche leben im Tempel des Titan, so benannt, weil sie eine Titan II Interkontinentalrakete als ihren Gott anbeten. In Wirklichkeit ist der Tempel ein Raketensilo mit einer funktionsfähigen Atombombe. In dieser Bedrohung sichern die Mönche, dass sich alle im Canyon an ihre Regeln halten. Wenn irgendwer zu sehr aus der Reihe tanzt, drohen sie mit der Bombe, die natürlich die ganze Gegend hier ausradieren würde. Wer oder was ist Titan? Ich meine es ernst, es ist wahrhaftig eine Interkontinentalrakete mit einem aktiven Nuklearsprengkopf. Nicht gut, nicht gut. Wie will die KSM im Canyon aufräumen? Also, das ist die richtige Frage, Ranger. Gut, gut, ich kann euch noch nicht alle Details nennen, aber mein Co. arbeitet gerade an einem Plan, um Titan aus dem Rennen zu nehmen. Das Problem ist nur, ich denke, das muss ein Insiderjob sein. Das heißt, nur jemand, dem die Mönche vertrauen, kann das durchziehen. Ich denke, ihr habt ziemlich vertrauensvolle Gesichter und eine gute Reputation. Wir müssen nur bezüglich eurer Fähigkeiten auf Nummer sicher gehen. Was ist mit den Gaga-Menschen? Sie nennen sich selbst Atompilzdiener, aber in Wirklichkeit sind sie alle Psychopathen. Wenn die KSM hier übernehmen, ist es sicherer für alle. Selbst wenn wir dafür einen kleinen, aggressiven Hausputz machen müssten. Was ist mit dem Tempel des Titan? Wie ich bereits sagte, es ist ein Vorkriegsatom. Raketensilo, Geburtsort der Apokalypse. Möchtest du, dass eine Gruppe durchgeknallter Kultisten einen Ort wie diesen unter sich haben? Was sind die Regeln der Mönche? Ab hier wird es richtig verrückt. Die Mönche fragen jeden Reisenden nach einem Tribut. Eigentlich eine Zollgebühr. Jede Gruppe soll etwas Spezielles abgeben. Normalerweise müssen Händler einfach ein paar Sachen aus ihrem Inventar abgeben, aber manchmal werden die Mönche einfallsreicher und fragen nach merkwürdigem Zeug. Wer verspricht, Tribut zu leisten, bekommt eine Eskorte zum Tempel und jeder mit einer Eskorte wird als geschützt betrachtet. Der Begleiter wird für seine Schützlinge bis zum Tod kämpfen. Macht bis dahin Sinn, richtig? Das Problem ist, diese Mönche haben es mit dem Sterben sehr eilig und sie haben Atomgranaten bei, um dem Sensenmann Beine zu machen. Und sobald die Mönchseskorte tot ist, seid ihr freiwillig für den nächsten Drecksack. Wenn der Drecksack eine Mönchseskorte hat, kann niemand eingreifen, ohne dass die Mönche auf dem Samariter sauer werden. Bescheuert, gell? Ja. Was könnte dich überzeugen, dass wir die Richtigen für diesen Job sind? Die KSM spielt ihre Karten gerne sehr vorsichtig aus. Niemand im Canyon weiß, wo wir unser Lager aufgeschlagen haben, und so möchten wir das. Wir haben uns verdammt viel Mühe gegeben, den Standort unserer Basis geheim zu halten. Wenn ihr unser Hauptquartier finden könnt, dann wissen wir, dass wir die Richtigen für diese Mission gefunden haben.
Das ist alles, was ich euch momentan sagen kann. Wir halten es geheim, falls es keinen Erfolg habt. Falls ihr keinen Erfolg habt. Tatsächlich wisst nur ich und mein Befehlshaberoffizier von unserem kleinen Plausch. Also falls ihr andere KSM in der Schlucht seht, werden sie euch wie jede potenzielle Gefahr behandeln. Nur ein Wort der Warnung. Es sind immer noch verdammt viele Rechtschreibfehler hier drin, ne? Klugscheißer Stufe 5. Haben wir das nicht? Okay, können wir schon mal nicht. Was ist mit Atompilzdienern? Der Name ist nur eine einfallsreiche Art, ihn als verrückt zu bezeichnen. Was ist mit Tribut? Diese religiösen Typen können niemals irgendwelche deutlich benennen. Es ist nur ihre Version ihrer Mautgebühr. Was ist mit Atomgranaten? Widerliche Dinge. Im Wesentlichen kleine, schmutzige Bomben, die sie aus TNT, radioaktivem Klärschlamm, den man in Leckenfässern im Canyon finden kann, gebastelt haben. Keine nette Art, um abzukratzen. Auf Wiedersehen. Gut, gut. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Gut, das heißt, wir haben jetzt quasi eine kleine neue Mission erhalten. Und zwar wollen wir natürlich der KSM helfen. Das war doch KSM, ne? Denn man muss sagen, Mönche, die eine funktionsfähige Atomrakete unter sich haben, sind im Normalfall kein guter Gesprächspartner. Ahoy there, weary traveler. This is Werewolf Wally. Ow! Howling at you from radio station KPOW in the heart of downtown Damada. Are you tired, hungry, lost in the trackless reaches of the waste? Then point your tired tootsies toward the friendliest little town in Arizona. Danke, dass du mich überbrüchen hast, du Arsch. Aber das macht gar nichts, denn wir... Nicht laden, nein, 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 nein. Speichern bitte gerade mal. Auf Slot 2. Ich möchte nämlich jetzt hier... Das waren relativ lange Dialoge, die beiden. Nothing there when we went to look. You know, I'd really appreciate it if you sent out a full team to investigate. Sorry, Outpost 2. Our brothers are sending themselves to the Great Glow faster than we can recruit new ones. We just don't have the manpower. 10-4. Making me nervous is all. Well, keep up your reports and we'll keep logging them. 10-4. Outpost 2. Out. Okay, haben wir das auch zu Ende gehört. Ich werde mich hier mal ein bisschen positionieren, um eventuell jetzt hier mal einen kleinen Gefecht anzufangen. Denn hier drüben hat es relativ viele kleine Echsen, wie ich sehe. Und ich würde sagen, da könnte wäre das Fleisch ganz gut. Einmal anfangen zu schießen hier. Schäfchen, da haben wir 130, das ist der hier vorne, direkt, glaube ich, vor der Tür hier. Aber das ist egal, der hat nämlich nur noch 49, den könnten wir direkt mal wegschießen. So, machen wir dann halt Pioink. Was? 38? Den gehst du bitte mal wieder zurück hier. Nein, 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 nein. Dann gehen wir uns mal positionieren. Jubi jubi ju, where are you? Schön an ihm geschossen. Super schön. Super geil. So, wir brauchen dafür 6 AP, wie ich das gerade hier sehe, oder? Was brauchen wir pro Schuss? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht der Ahnung gewesen. Brr. So. Und du bist dann auch noch drin, dann kannst du nochmal nach da gehen. So. Und du, mein Freund, du verzwiebelst dich jetzt mal ganz schnell nach hier unten. Wir gehen nämlich jetzt einfach mal davon aus, dass die nicht darauf, darunter laufen können.
Fürst, Lord der Hemmung. Das müssen wir aber mal. Ändern das nächste Mal. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder von Wasteland 2. Und das wird, ich weiß gar nicht, wann das sein wird, demnächst sein. Also, ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.